Hallo, mein Name ist Frank Schibilog und ich bin der Coach und Trainer hier bei frank-hilf.de. Und es hat sich ja bei uns in der Online-Community eigentlich so eingebürgert. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal hier auch bei dem respektvollen Du und verzichte mal hier auf diese förmliche Anrede mit Sie. Du fragst dich jetzt sicherlich auch, bin ich bei dem Frank überhaupt richtig? Kann mir der Frank bei meinem Problem überhaupt weiterhelfen? Das können wir eigentlich ganz einfach klären. Wenn du nur so eine kleine Frage hast oder nur ein kleines Problem zu lösen hast, dann schau doch mal, ob es nicht auch einen Online-Kurs gibt, wo dein Thema behandelt wird und wo deine Fragen beantwortet werden. Wenn du jedoch sagst, nein, ich habe also so ein richtig ernstzunehmendes Problem, ich brauche da Unterstützung, ich brauche da einen Ansprechpartner, der mir dann auch mal erklären und vor allen Dingen auch zeigen kann, wie das Ganze eingerichtet wird, wo das Ganze eingerichtet wird und was man halt eben dort einstellen muss, dann ist so ein Coaching genau das Richtige für dich. Und wie so ein Coaching bei uns funktioniert und wie du das buchen kannst, das werde ich dir jetzt hier mal in drei einfachen Schritten kurz erklären. Also im ersten Schritt gehst du erst einmal auf unsere Buchungsanfrage und füllst dort das Formular aus. Gib dort deine persönlichen Daten ein und du kannst natürlich auch hier gleich sofort angeben, über welches Thema du mit mir sprechen möchtest, also bei welchem Thema ich dich unterstützen soll. Ob es beim Drive, bei Foto, bei Synchronisation, beim Backup oder ähnliche Dinge, was auch immer. Das kannst du hier reinschreiben. Du kannst natürlich auch da die Funktion nutzen, eigene Wünsche angeben und dann kannst du auch noch was da reinschreiben. Und wenn das bei dir viel zu kompliziert ist oder noch größer ist, dann kannst du natürlich auch gerne mir eine E-Mail schicken im Nachgang an die Bestellung und dann kann ich dir auch genau sagen, ob ich dir bei dem Problem helfen kann oder nicht. Also du siehst schon, wir nehmen jetzt nicht einfach wahllos jeden Coaching-Auftrag einfach an, sondern wir prüfen natürlich vorerst erst, ob das überhaupt realistisch ist, ob das umsetzbar ist. Und wenn ich da von dem Thema keine Ahnung habe, ja, dann sage ich das natürlich auch und dann lehnen wir den Auftrag natürlich auch ab. Das ist halt eben einfach so. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Wenn ich die Coaching-Anfrage akzeptiere, also wenn ich der Meinung bin, ich kann dir bei deinem Problem auch helfen, dann bekommst du von uns eine E-Mail mit der Buchungsbestätigung, Terminbestätigung und auch eine Rechnung. Ja, die solltest du natürlich noch vor dem Termin entsprechend bezahlen. Anschließend musst du den Termin noch einmal ganz kurz bestätigen, damit wir den Termin auch für dich fest einbuchen können. Und dann kommen wir auch schon zum Schritt 3. Zum vereinbarten Termin rufe ich dich dann auf deiner Festnetztelefonnummer an. Hast du gar kein Festnetz oder rufst du eventuell aus dem Ausland an, ja, dann musst du mich halt eben zum vereinbarten Termin anrufen und wir können mit dem Coaching beginnen. Idealerweise hast du natürlich vorher schon den Teamviewer heruntergeladen auf unserer Webseite. Diese Information hast du ja auch schon in dieser E-Mail bekommen. Und wir können jetzt nun mit der Teamviewer-Sitzung und mit dem Telefonat eigentlich beginnen und deine Fragen abarbeiten. Wenn du dich noch etwas auf die Thematik vorbereiten möchtest, ja, dann mach dir am besten kurz einen kleinen Spickzettel und schreib dir mal die wichtigsten Fragen auf und vor allen Dingen sieh zu, dass du natürlich auch die ganzen Login-Daten hast, die wir unter Umständen brauchen. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Wenn dieses Coaching vorbei ist, dann deinstalliert sich dieser Client, den du heruntergeladen hast, automatisch und du brauchst nichts weiter beachten. Also ich denke, damit haben wir erst einmal alle Fragen geklärt und ich würde mich freuen, dich dann in einem persönlichen Coaching begrüßen zu dürfen. Also warte nicht länger und buche jetzt deinen persönlichen Termin mit mir und wir gehen das Problem mal gemeinsam an.